Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Länder zu, wir kaufen uns ein paar Krokodile. Ich habe gerade ein paar Probleme, mein Stream ist einfach abgestürzt und ja, wollte dann nicht mehr. Ich bin zu blöd, gerade Krokodile zu schreiben, oder? Okay, da ist halt ein männliches schon mal. Ja, dann zusenden. Brauche halt noch ein weibliches. Muss man ein bisschen warten. Nur 25.000 Grad. Ich glaube, ich brauche einfach mehr Spendeneinrichtungen. Notfalls nehmen wir halt einfach ein Darlehen auf. Ich glaube bestimmt. So, da können wir auch mal einfach ein bisschen Spenden verlangen. Die ganzen Tafeln könnten wir beschriften. Kann halt nicht eine Ansicht, wo ich durchspringen kann mit der Bildung. Pro Tierart nicht verbunden. Hier immer das obere nehmen, habe ich hier gelernt. Umhergehend. Cool. Okay, das passt schon mal. Tiergespräch hat eröffnet, ja, im Betrieb. Wie steht das so an der Ecke und da ist nicht mal so ein Spendending? Wollte ich nur mal hinzufügen, Spenden sind ja wichtig. Mein Krokodil ist da. Okay. Vom Platz her passt. Okay, Wasser passt auch locker. Brauchen nur mehr Erde und mehr Fels. Okay, das kann ich anspulen. Mehr Erde. Schön über Erde verteilen. Okay, und jetzt mehr Fels. Das heißt, dieses ekelhafte lange Gras. So, jetzt haben wir ein Krokodil. Pflanzen brauchst du nicht unbedingt. Okay, was brauchst du denn alles? Ein großes Essenstablett. Oh, du kriegst unter Wasser diese Fischspender. Okay. Große Wasserschüsse, aber ich vermute mal, du säufst es eigentlich fast aus dem Meer raus. Ein Heizkörper wirst du noch brauchen, sonst wird es dir wahrscheinlich auch kalt sein. Und hier machen wir auch nochmal einen. Und dann können wir hier noch vielleicht so ein paar Büsche machen, mache ich auch immer ganz gerne. Dass man hier schlafen kann. Temperatur findet ihr nicht so geil. Ich denke, dass also die Wassertemperatur vielleicht nicht so verträgt. Ist so. Geht's besser? Ich weiß nicht, dem Tier ist zu kalt, okay, ja, aber da ist jetzt halt eigentlich ein Heiz. Es sind zwei Heizkörper. Okay. Ich glaube nämlich, die mögen das richtig tropisch. Okay. Sitzt glücklicher mit der Temperatur 39 nur. Weiß nicht, wie viel. Ist dir das Wasser vielleicht zu kalt oder so? Sieht's besser, wo du nicht mehr im Wasser bist? Ja, sieht schon so aus. Ja. Geht's wieder richtig gut. So, dann schauen wir mal, ob wir ihn ein Weibchen kaufen können. Nein, noch nicht. Gut, könnten wir nochmal so zwei so Varianten-Dinger hier hinbauen. Aber wir haben bald kein Geld mehr. Mittel. So, dann machen wir das klein. Ich will das eine da haben nur. Ich sehe das aber mal ganz kurz. Jetzt. Okay, so, jetzt ist schon mal alles irgendwie schon mal angestöpselt. So, und jetzt kann man hier auch die Leute einfach mal abholen und sagen so, ah, oh, schaut mal, was wir da für ein cooles Gehege haben. Aber dafür müsste ich hier an diesem Kleinzeug vorbeigehen. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, die sagen dann immer so, oh, ja, toll. Jeder schönes Kleinzeug. So. Dann brauchen wir hier noch ein paar Kleinzeugvarianten.
So, also Schlangen haben wir noch nicht. Ein Weibchen und ein Männchen. Das können wir dann gleich mal irgendwo reintun. Versand geplant. Und jetzt brauchen wir noch irgendwelche anderen süßen kleinen Minitiere. Schaben haben wir schon. Diese brasilianische Todesspinne da auch. Das haben wir noch nicht. Oder? Du bist Riesenvogelspinne und das ist eine Wanderspinne. Schön. Dass man dann auch so viel Vielfalt hier reinkriegen kann. Okay, ja, dann haben wir wieder was geschafft. Das mit dem Geld wieder am längsten an und dann brauchen wir noch eine Tierart jetzt. Gut, ihr braucht mehr Temperatur. Gut, und ihr da drüben braucht vermutlich auch. Nee, ich brauche die Dreier dann. Mehr Temperature. 23. So. Dann kriegt ihr hier noch ein bisschen Bildung. Unser Wolf ist jetzt aber richtig geil drauf. So, das wird zu brasilianischer Wanderspinne, passt aber Gottschlange. Wanderspinne, Schlange, Schlange, Spinne. Okay, bei dir kann ich gleich nichts machen. Läuft hier rum. Ah, du bist fähig. Hier ein höheres Gehalt verlangen, ja. Aber mein Personal, das muss ich jetzt gerade nicht so gut behandeln, habe ich herausgefunden. Das ist jetzt gerade egal. So, was haben wir da herausgefunden über meine Lemuren? Zwei Forschungsstufen gleich. Was haben denn meine Tiere für gestresst? Stress? Warum versuchst du dich zu verstecken? Was ist denn dein Problem? Passt du doch nicht mit den anderen da zusammen? Er hat enorme Probleme. Wartet Nachwuchs. Warum hast du denn so Probleme? Weil du so angestarrt wirst oder was? Okay. Müssen wir dann eventuell mal was erforschen in die Richtung? Wenn der das irgendwann mal erforscht hätte mit dem Strom, dann könnte der als nächstes Rückzugsort oder halt Gehege erforschen. Okay, die sind halt einfach gestresst, glaube ich, weil da Besucher stehen. Ich glaube nicht, dass das was mit den anderen Tierarten zu tun hat. Gut, was haben wir denn noch gerade so zu tun? Ja, ich weiß schon, ihr seid gestresst. Das ist mir aber egal. Okay. Eine Tierart, wenn wir dann jetzt so hinballern würden, vielleicht hier hinten hin. Was habt ihr hier? Habt ihr jetzt hier ein bisschen Müll hingeschmissen oder was? Was fällt euch eigentlich ein? Was habt ihr hier? Oh, warum kommen jetzt Aktivisten? Weil der ein bisschen gestresst ist, oder was? Also ich kann auch hier irgend so eine Barriere halt ersetzen, dass das halt nicht so stark ist. Also er scheint halt wirklich so gestresst zu sein. Wegen den Menschen hier. Barriere bearbeiten. Ja, wenn ich da jetzt halt einfach mal ein bisschen was, hier noch eine Hecke zum Beispiel. Blickdicht, nicht erklimmbar. Wenn wir da jetzt einfach mal so zwei so Dinger da ersetzen oder drei, dann hat der doch da eine ruhige Ecke. So, ich denke, ihm wird es bald besser gehen. Okay, die ist nicht so zufrieden. Aber das ist mir eigentlich auch scheißegal, was diese Frau sagt. Ich bin nicht auf die Tussi hier angewiesen. Aber dem wollte ich noch das Populationszeug einstellen. Population verwalten. Für Barmittel verkaufen.
Alter, der Wolf nervt auch ein bisschen. Hier Population verwalten. Barmittel. Ich finde, Bares gehört hier richtig rein. So. Machen wir jetzt hier noch ein schönes Gehege hin. Aber ich brauche eigentlich noch mein zweites Krokodil. Es fühlt sich das hier so einsam. Boah, könnte es eigentlich hier nicht andauernd so stockduster sein? Dass man nichts sieht. Da ist es, glaube ich, oder? Nee, das ist das Ding. Weiß nicht, wo es sich rumtreibt. Ist es denn Tiere? Ahael? Okay, da hinten ist es. Es fühlt sich eigentlich allein auch super, habe ich so das Gefühl. Ja. Aber bleibt halt allein. Ich hätte ihnen ein Weibchen gegönnt, aber so ist mir das auch egal. So, was haben wir? Oh, diese Bären. Gibt es irgendwas, das richtig attraktiv ist? Der Schneeleopard, ja. Die Viecher, diese taiwanische Bärkombination, so ein taiwanischer Bären. Die sind halt richtig attraktiv und die sind halt so einen richtigen. Bringen halt richtig das Geld in die Kasse. So. Brauchen wir noch ein Tor? Barrieren, ein Tor. So, dann können wir die gleich da anliefern lassen. Inspektor ist gegangen, ja, ist mir scheißegal. Anzusenden hierhin. So. Eine Umverlegung. Ich hoffe, diesmal werden diese Tierchen nicht wieder irgendwie durch dumme Zufälle sterben. Weil ein Grizzlybär sich irgendwie in dieses Gehege verirrt. Da unten könnte ich noch einen Weg weitermachen. Weiter. Länger. Okay, vielleicht nicht so lang. Okay, ja, das muss echt reichen, wenn die so weit gehen. Einrichtung, vielleicht mal ein paar Spenden. Ich würde mal gern wissen, welche Spendendinge am meisten Erfolg bringen. Okay, da haben wir schon mal das eine Ziel geschafft. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch, dass wir Geld kriegen. Das wirtschaftliche Hof fehlt uns jetzt nur noch. So. Was denkt ihr denn? Die Umgebung scheiße, oder? Ja. Gelände. Gras kurz. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Okay. Noch ein bisschen Erde. Leicht. Okay, jetzt habe ich irgendwie was Gras kurz drüber gemäht. Okay, jetzt passt das schon mal zu 100%. Umgebung, wir pflanzen von Asien. Afrikanisch brauche ich nicht. Ich brauche nur Asien. Den Adlerfarn? Ja, den findet ihr gut. Das finde ich. Den Affenbrotbaum? Okay, findet ihr kacke. Ein Aleppo-Kiefer? Oh, ein Aleppo-Kiefer mögt ihr. Okay, baue ich euch einen kleinen Wald hier hin. Und noch was anderes vielleicht? Ein Aleppo-Kiefer, der höher ist? Büschchen. Buche, mit den Buchen? Buchen findet ihr toll, okay. Ah, ich errichte hier den ganzen Wald. Zweite Buche. So. Dann wird auch ein richtig schönes Gehege erschaffen, wo man nichts sieht, wenn man irgendwie ein Zuschauer ist. Okay, dann müssen die Leute weit reingehen. Das ist gefährlich. Aber man muss ja hier auch mit Konsequenzen leben, wenn man was falsch macht in seinem Job.
Heizkörper, wo euch wahrscheinlich zu kalt sein wird, so ein Rückzugsort. Okay, dann kriegen wir noch so einen Kletterast. So eine Kletterplattform. Und noch eine große Wasserschüssel. Oh, ein Klumpen ausgefrorenen Fisch. Wunderschön. Gut, ja, ihr seid glücklich miteinander, habe ich gehört. Ying hat gesagt, dass es ihr super geht und nur die Qualität der letzten Nahrung scheiße war, weil der Pfleger nicht geschmeckt hat. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Blende zu, bis dahin, bye.